Osteoporose ist nicht heilbar. Weil Osteoporose grundsätzlich nicht heilbar ist. Das behauptet jedenfalls der Bergdoktor Martin Gruber in der gleichnamigen ZDF-ORF-Serie. Und das finde ich gar nicht so witzig, weil diese Serie Millionen von Menschen anschauen und in einer der neueren Folgen hat der Bergdoktor dies behauptet. Und das Wort Vitamin D in Bezug zur Osteoporose ist kein einziges Mal gefallen in dieser Serie. Und das hat mich fast gar geärgert, ganz ehrlich, weil eben die meisten Menschen ja gar nicht wissen, wie wichtig Vitamin D ist und warum eine Osteoporose überhaupt entsteht. Ich erzähle euch heute mal ein bisschen was hierüber und auch ganz zum Schluss, warum ich eine Mütze aufhabe, weil das stört offensichtlich einige Zuschauer. Und jetzt habe ich es auch noch in Schwarz-Weiß eingestellt, das Video, das tut mir leid, aber jetzt ist es eben mal Schwarz-Weiß. Und es ist doch auch nicht so wild, weil es geht da letzten Endes um den Inhalt hier in diesen Videos. Also in der einer der neueren Serien, Staffel 16, Bergdoktor, erzählte er, wir haben das gestern Abend angeschaut, ja, sie haben eine Osteoporose, das ist nicht heilbar. Und sein Kollege Dr. Alexander Kahnweiler saß daneben, hat auf so ein Röntgenbild gezeigt, der Bergdoktor, und hat ganz ernst, wie er das immer so macht, die negativen Dinge der Erkrankungen seinem fiktiven Patienten erzählt. Das macht er nämlich immer so, das ist mir aufgefallen. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Arzt, seit 20 Jahren niedergelassen in eigener Praxis und behandle ganzheitlich und ursächlich und mache meinen Patienten keine Angst, sondern Hoffnung. So, auf jeden Fall ist er beim Bergdoktor oft so. Er spielt dann so ein bisschen Dr. House. Ja, Dr. House ist eine sehr gut recherchierte Serie aus den USA, die man wirklich vervollnehmen kann, was das Medizinische jetzt betrifft. Den Bergdoktor leider nicht, das mir immer wieder auffällt. Ich finde das dann immer ganz amüsant. Aber wenn dann tatsächlich solche Geschichten hier hochkommen oder auf den Tisch gelegt werden in dieser Fernsehserie, dass zum Beispiel über Osteoporose gesprochen wird und dann solche Aussagen entstehen, wäre nicht heilbar und es könnte diese und jene Ursachen haben, wie zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung, was er gesagt hat, oder ein Kalziummangel, da muss ich schon sagen, hoppla, also da hat der Autor nicht gut recherchiert. Was hat denn Osteoporose verursachen? Schaut euch meine Osteoporose-Videos hier auf YouTube an. Da habe ich einige schon gemacht und viel darüber erzählt. Aber unter anderem ist es eine Übersäuerung, eine schlechte Ernährung, ein Bewegungsmangel, eine Adipositas, das Alter selbst, Hormonstörungen. Und es kann auch sein, dass die Nebenschilddrüsen, die sogenannten Epithelkörperchen, nicht mehr richtig funktionieren, zum Beispiel unter anderem in eine Überfunktion kommen. Und genau das hat der Bergdoktor dann zum Schluss dieser Serie noch diagnostiziert und dann gesagt, wir haben jetzt die Ursache herausgefunden, Sie haben einen Hyperparathyroidismus. Dieses schwierige Wort hat er allerdings nicht gesagt, sondern er hat gesagt, eine Überfunktion der Nebenschilddrüsen. Was machen denn die Nebenschilddrüsen? Die produzieren das sogenannte Parathormon. Und was macht das Parathormon? Das wiederum sucht Kalzium im Körper, wenn wir zu wenig Kalzium im Blut haben. Also es ist verantwortlich für den Kalzium- und den Phosphatstoffwechsel im Organismus. Und wenn die überreagieren, die Nebenschilddrüsen, der Bergdoktor hat übrigens gesagt, das ist die Nebenschilddrüse, die ist sehr klein, die können wir jetzt rausoperieren. Das ist natürlich Ultima Ratio bei einer Nebenschilddrüsenüberfunktion. Aber das stimmt auch jetzt nicht so richtig, was er gesagt hat. Wir haben vier von diesen Nebenschilddrüsen, vier Epithelkörperchen oben und unten der Schilddrüse. Und bei Schilddrüsen Entfernungsoperationen, ich drücke mich jetzt mal so aus, werden häufig oder ab und an auch manchmal die Epithelkörperchen mit rausoperiert, aus Versehen, wenn der Chirurg nicht so richtig aufpasst. Das ist eine der Nebenwirkungen oder Kollateralschäden einer Thyreoektomie, sagt man da. Aber nochmals zum Bergdoktor. Er hat das Vitamin D nicht erwähnt und er hat dann also die Diagnose genannt, eine Überfunktion der Nebenschilddrüse. Und was bedeutet das? Ein primärer Hyperparathyroidismus, also ein primärer, was der Bergdoktor hier diagnostiziert hat. Die Ursachen wären hier
in den meisten Fällen ein gutartiger Tumor, gell, dann wird vermehrt dann Parathormon ausgeschüttet durch ein Adenom, sagt man auch. Oder eine Hyperplasie, das heißt, die Nebenschilddrüsen können sich vergrößern, diese vier Epithelkörperchen, und dann kann auch vermehrt Parathormon gebildet werden. Und worst case, sehr selten, dann wirklich sehr selten, 1, 2, 3%, kann es auch ein Karzinom sein, also ein Krebs. Das bedeutet, wie gesagt, dass im Blut dann vermehrt Calcium dann hineingespült wird und im Knochen das Calcium dann abgetragen wird. Wir haben ungefähr 2 Kilogramm Calcium in den Knochen, ein gesunder Mensch. Und ein Osteoporose-Patient hat dann entsprechend weniger. Die Symptome wären wirklich Knochenschmerzen, auch Knochenschwäche, sagt man, gell? Eine Osteomalazie oder eine Osteoporose. Nierensteine können entstehen, weil das zu hohe Calcium im Blut sich ja irgendwo ablagert. Es können auch Kalkschultern entstehen, Gallensteine und natürlich Kalkablagerungen in den Gefäßwänden, unsere gesamten Gefäße, in den Herzkranzgefäßen, auch in den Herzklappen. Dann Müdigkeit, Depression, Gedächtnisstörungen, natürlich auch durch eine vaskuläre Geschichte, also die Gefäße sind ja hier dann betroffen, Muskelschwäche und Magen-Darm-Beschwerden können auftreten. Dann gibt es noch den sekundären Hyperparathyreoidismus, der hat dann nicht primär, also ein Tumor oder ähnliches als Ursache, sondern sekundär, also sprich, da gibt es eine andere Ursache und unter anderem funktionieren dann die Nebenschilddrüsen nicht mehr so richtig, werden also zum Teil zu stark angeregt durch natürlich einen Calciummangel tatsächlich. Calciummangelsyndrom ist aber selten und eben ein Vitamin D-Mangel, kann man in der Literatur nachlesen, aber das hat der Bergdoktor ja nicht gesagt, weil Vitamin D kennt der Bergdoktor natürlich auch nicht, weil der Bergdoktor ja rein schulmedizinisch arbeitet. Muss man hier mal ganz klar sagen, gell? Das ist natürlich nicht in seinem Feld drin. Und ein Vitamin-D-Mangel kann zu einem sekundären Hyperparathyreoidismus führen. Übrigens auch noch vergesellschaftet mit dem Vitamin-K2-Mangel, aber auch Magnesium oder Zink oder Vitamin A können hier noch eine weitere Rolle spielen und noch weitere Dinge natürlich. Was der Bergdoktor auch nicht gesagt hat, leider, war Folgendes, dass die Ernährung eine große Rolle spielt. Ganz im Gegenteil, er hat gesagt zu dem fiktiven Patienten, bewegen Sie sich bitte wenig und schonen Sie sich, obwohl Bewegung gerade bei Osteoporose wichtig ist, und zwar eine moderate Bewegung wie Spaziergänge und so weiter. Und von der Ernährung hat er auch nichts erwähnt, weil die meisten Menschen, die eine Osteoporose haben, ernähren sich gut bürgerlich, also übersäuernd, proentzündlich und proviral tatsächlich. Und das macht ja keinen Sinn. Da muss eine Ernährungsberatung her. Ich könnte jetzt hier noch viel über den Hyperparathyreoidismus erzählen. Es gibt sogar einen tertiären Hyperparathyreoidismus. Aber damit möchte ich euch jetzt nicht noch weiter langweilen. Wichtig ist zu wissen, dass Vitamin D extrem wichtig ist. Auch im Sommer empfehle ich das meinen Patienten jedenfalls, vergesellschaftet mit einem Mangel von Vitamin K2, was wir auch häufig sehen. Da muss also am besten Vitamin D plus K2 eingenommen werden für den Calciumstoffwechsel, aber auch um die Gefäße zu schützen vor Gefäßverkalkungen. Und das ist in den heutigen Zeiten wichtiger und nochmals viel wichtiger denn je. Ich darf hier auf YouTube jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil nämlich die Ursachen für diese Gefäßerkrankungen, die jetzt ja ansteigen, zurzeit jedenfalls beobachten wir das. Also ich beobachte das bei meinen Patienten. Ich teste ja immer viele Werte im Labor und sehe hier bestimmte Laborwerte, wie zum Beispiel die D-Dimere, aber auch das oxidierte LDL, Cholesterin und auch viele weitere Werte, die hier eine Rolle spielen. Also es gibt ganz viele Werte, die man hier testen kann. Und ich teste immer relativ viele, weil ich immer auf Nummer sicher gehe. Also evidenzbasiert schulmedizinisch auf Nummer sicher gehe und schicke die Leute dann auch immer weiter zum Internisten oder noch besser zum Kardiologen, dass die auch nochmals nachschauen. Und dann sehen wir eben, hoppla, hoppla, ich schicke es auch oft zum Augenarzt, dass der Augenarzt mal den Augenhintergrund mal anschaut, in den Kapillaren. Der Netzhaut zum Beispiel kann der Augenarzt das auch erkennen, ob hier Gefäßstörungen in den Kapillaren da sind.
Eine ganz schöne Diagnostik. So, also, das ist also wirklich jetzt wichtig, Entschuldigung, ich habe ein bisschen verschluckt gerade. Es ist wirklich wichtig, dass ihr euch um eure Gefäße kümmert und dass ihr Vitamin D einnehmt und dass ihr Vitamin K2 einnehmt und OPC und Vitamin C und so weiter. Also es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, aber erstmal die ganz herkömmlichen ist auch noch Bewegung, eine frische Luft, ein gesunder Schlaf, Stressreduktion und wirklich eine gesunde Ernährung. Und die sollte wirklich folgendermaßen aussehen. Gemüse, wer es verträgt, Obst, Nüsse, Kerne, Samen. Honig ist gut zum Süßen oder Ahornsirup geht auch. Und natürlich, ja, Gemüse und Salate, ganz wichtig. Wer sagt, Mensch, da sind zu wenig Proteine drin. Ja, da muss man halt noch ein bisschen Proteinquellen nehmen. Am besten vegane Proteinquellen. Da gibt's ja auch diese Master Amino Patterns, diese MAPs. Da sind die 8 essentiellen Aminosäuren drin, aus Hülsenfrüchten extrahiert. Das ist eine wunderbare Sache. Da muss man dann halt ein bisschen zu solchen Geschichten greifen. Man kann auch ein Erbsenproteinpulver einnehmen, aber da habe ich schon häufig Unverträglichkeiten bis hin zu echten Allergien gesehen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr da macht mit Tofu und so weiter. Tempeh wäre noch eine Idee. Oder eben Hülsenfrüchte kann man essen für die Proteine. Und zu viel an Proteinen, was die meisten Menschen auch machen und zu sich nehmen, auch tierischen Proteinen, das kann die Basalmembran in den Gefäßen verstopfen. Und dann kommt unter anderem das Insulin da nicht mehr richtig durch die Basalmembran in den Gefäßen. Jetzt kommt das Insulin nicht mehr richtig durch diese Tunnels quasi zur Zelle, zur Zellmembran als Türöffner. Und dann kann auch eine sekundäre Insulinresistenz entstehen. Also es sind ganz interessante Geschichten. Ihr seht, es zieht große Kreise, auch die Ernährungsmedizin. So, das wollte ich euch heute mal so ein bisschen sagen. Das ist mir einfach ein Anliegen. Und jetzt noch zu meiner Mütze. Es ist früh am Morgen und ich mache das hier für euch for free, möchte ich mal sagen. Es ist immer meine Zeit. Ich habe hier schon unheimlich viel Zeit in diesen YouTube-Kanal hineingesteckt. Also Jahre, Arbeitsjahre meines Lebens. Und die Mütze habe ich nur aus dem Grund auf, weil ich heute Morgen noch keine Zeit habe, meine Haare zu machen. Und die stehen dann immer so ein bisschen wild in der Gegend rum, weil ich lasse die gerade ein bisschen länger wachsen, wie auch mein Bart. Also, das ist einfach eine ganz einfache Sache. Und ich setze mich ganz sicher nicht mit solchen Haaren hier öffentlich vor ein Video. Ist das schon schön, dass ich das überhaupt mache und euch hier weitererzähle. Und in diesem Kontext möchte ich mich bei euch allen bedanken, weil ich lese da sehr viele Kommentare durch und ich sehe immer wieder, dass die meisten Kommentare wirklich reflektiert sind, die Leute mitdenken, ihr denkt mit und ich möchte mich bei euch bedanken, dass ihr interessiert seid. Jedenfalls die Menschen, die hier auf unserem Kanal sind und die Videos von mir verfolgen. Und das freut mich ganz arg. Also ich lese auch von anderen, auf anderen Kanälen manchmal die Kommentare. Und da sehe ich manchmal schon einen Unterschied. Auch im Intellekt. Das ist keine Kritik. Aber ich sehe, das fällt mir halt auf. Natürlich gibt es auch manchmal sau dumme Kommentare. Gestern hat mich einer als Psycho betitelt. Naja, gut, darf er und ist mir dann auch egal. Gibt es ja auch, aber es sind ganz, ganz, ganz vereinzelte Kommentare, die hier negativ sind. Vielen Dank nochmals hier an alle. Und ich hoffe, wir sind noch weiter miteinander verbandelt und unsere Community darf noch wachsen und wir können vielleicht auch mal uns vielleicht auf dem einen oder anderen Event live sehen. Das würde mich auch mal freuen, weil da haben wir auch einiges in Planung. Ganz liebe Grüße an euch und bleibt gesund, bitte.